Kennt ihr eigentlich den Song Verdammt lang her von Bab? Wahrscheinlich nicht, da die meisten von euch deutlich jünger sein werden als ich. Genauso habe ich mich allerdings gefühlt, als ich am Skript zum OnePlus 9 Pro saß, da mein Unboxing gefühlt eine halbe Ewigkeit her ist. Nachdem nun schon etliche Kollegen mit ihren Testberichten vor Tagen und gar Wochen online gegangen sind, folgt heute nun auch mein Testbericht nach rund 3 Wochen Nutzung mit dem 9 Pro und damit auch zum Flaggschiff-Smartphone von OnePlus. Nach einigen Updates, etlichen Tagen des intensiven Nutzens und vor allem Fotografie möchte ich euch heute zeigen, was ich vom OnePlus 9 Pro halte und ob es von mir eine Kaufempfehlung gibt oder auch nicht. Nun aber genug der Worte, los geht's! Das OnePlus 9 Pro ist eines jener Smartphones, das auf der einen Seite gewöhnlich erscheint, auf der anderen Seite jedoch bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. So ist das grundlegende Design zwar nichts Außergewöhnliches, mit 8,7 mm in der Dicke ist es aber gefühlt deutlich dicker als ein Oppo Find X3 Pro, mit einem Gewicht von unter 200 Gramm aber auch deutlich leichter als ein Galaxy S21 Ultra. Hinzu kommt, dass die Glasrückseite mit einem schönen Nebelverlauf versehen wurde, die jedoch bei Nichtverwendung einer Schutzhülle extrem viele Fingerabdrücke anzieht. Optisch nicht ganz so schön finde ich die Integration des Kameramoduls, da genau das meiner Meinung nach Samsung und auch Oppo deutlich eleganter gelöst haben. Das Teil liegt vielleicht auch aufgrund des etwas dickeren Gehäuses, aber extrem gut und satt in der Hand, hat keine scharfen Kanten und fühlt sich wirklich gut an. Auf der rechten Seite sitzen in guter Höhe der Ein- und Ausschalter sowie der Mute-Switch, gegenüberliegend gibt es die einteilige Lautstärkewippe, die ebenfalls gut erreichbar ist. Recht weit am unteren Gehäuserand sitzt der optische Fingerabdrucksensor, der eine extrem gute Zuverlässigkeit und Schnelligkeit besitzt. Hier muss man im Grunde genommen auch nicht mehr zu sagen, das Teil ist wirklich spitze. Unten gibt es noch den Einschub für 2 SIM-Karten, USB-C-Anschluss, das Mikrofon für Telefonie und einen der beiden Stereo-Lautsprecher. Der zweite Stereo-Lautsprecher sitzt oben zwischen Gehäuserahmen und Displayglas. Die Lautsprecher klingen meiner Meinung nach verdammt gut, auch wenn sie nicht ganz an die eines Galaxy S21 Ultra oder Apple iPhone 12 Pro Max herankommen. Nichtsdestotrotz sind sie prädestiniert zum Multimedia-Streaming bzw. Musikhören und auch die fein eingeteilte Lautstärkeregulierung von 30 unterschiedlichen Stufen hat mir extrem gut gefallen. Wie sich für die Preisklasse von 900 Euro gehört, ist das Gerät natürlich auch nach IP68 zertifiziert, sodass es Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Staub bietet. Neben der hier gezeigten Farbe Morning Mist gibt es noch Pine Green und Stellar Black. Wie es sich ebenfalls für ein 900-Euro Gerät gehört, verbaut OnePlus nur die besten Zutaten. So gibt es einen Snapdragon 888, dazu wahlweise 8 oder 12 GB RAM und je nach RAM-Ausführung auch 128 bzw. 256 GB intern. Eine Erweiterung mittels MicroSD-Karte gibt es leider nicht. Hinzu kommen Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC und ein 4500 mAh starker Akku. Wahnsinn ist die Möglichkeit, das Teil mittels Kabel und 65 Watt schnell laden zu können. Richtig wahnsinnig sogar die Möglichkeit, das OnePlus 9 Pro mittels 50 Watt drahtlos zu laden. Die Performance des 9 Pro ist wie von OnePlus gewohnt auf einem richtig guten Level, wobei mir in einigen Apps die Knackigkeit der vergangenen OnePlus-Geräte fehlt. Die generelle Bediengeschwindigkeit, das Öffnen von Apps und auch der Wechsel zwischen Anwendungen geht zwar schnell vonstatten, je nach Anwendung ist allerdings das In-App-Scrolling etwas träge und wird durch die adaptive Bildwiederholfrequenz etwas ausgebremst. Das sieht man vor allem, wenn man Apps wie Instagram oder YouTube nutzt und in entsprechenden Seiten hin und her scrollt. Wen das nicht wirklich stört, der wird aber auch hier ein richtig gutes Smartphone mit einer super Performance bekommen und die eben erwähnten kleinen Kritikpunkte sind sicherlich auch mittels Updates lösbar. Mit dem hier verbauten Akku kam ich in der Regel auf eine Laufzeit von etwas mehr als einem Tag. Während ich beim Find X3 Pro von Oppo abends noch rund 25% Restkapazität hatte, waren es hier um die 10 bis 15% mehr. Bei meinem YouTube-Test im WLAN mit 50% Helligkeit und Lautstärke kam ich auf einen Wert von genau 13 Stunden, was in diesem Fall wieder etwas oberhalb des Find X3 Pro liegt. Solltet ihr jedoch nicht so lange durch den Tag kommen, müsst ihr euch keine Sorgen machen, da das Gerät nicht nur kabelgebunden, sondern auch drahtlos extrem schnell geladen werden kann. Zumindest mit Netzkabel sind lediglich Ladegeschwindigkeiten zwischen 30 bis 35 Minuten notwendig, kabellos könnt ihr nochmals 10 Minuten draufschlagen.
Damit auch schon zum Display und einer altbekannten. Mit 6,7 Zoll, einem AMOLED-Panel, einer QHD-Plus-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate bekommen wir hier das gleiche Stück Technik wie beim Oppo-Smartphone. Und genauso gut sind auch hier die Eigenschaften, da nicht nur die Schärfe auf einem extrem guten Level liegt, auch die Helligkeit weiß in allen Lebenslagen zu überzeugen. Kontrast und Schwarzwerte sind hervorragend und auch die Farbdarstellung ist wirklich gut. Letztgenannte kann über die Bildschirmkalibrierung unter anderem von lebendig auf natürlich bis zu erweitert und damit auch eigenen Settings angepasst werden. Natürlich gibt es auch hier einen nativen Dunkelmodus, ein Always-On-Display und einen Blaulichtfilter, sodass der User für einen Preis von in Anführungsstrichen 900 Euro wirklich eines der besten Displays auf dem Markt bekommt. Damit zur Kamera und derer gibt es insgesamt 5, 4 auf der Rückseite und eine Frontkamera. Die Frontkamera löst dabei mit 16 Megapixel bei einer f2.4 Blende auf, hinten gibt es ein Weitwinkelobjektiv mit 48 Megapixel, optische Stabilisierung und der Möglichkeit, Videos sogar in 4K und 120 FPS aufzunehmen. Hinzu kommen noch eine Ultra-Weitwinkelkamera von 50 Megapixel, wie im Find X3 Pro, eine Telekamera mit 8 Megapixel und 3,3-fach Hybrid-Zoom, ebenfalls optisch stabilisiert, und eine Monochromkamera mit 2 Megapixel. Die Bilder der Frontkamera haben mir in fast jedem Bereich gefallen, egal ob von Schärfe, Dynamikumfang oder auch im Porträtmodus mit der Abgrenzung von Kopf zum Hintergrund. Sie zählt definitiv zu den stärkeren ihrer Klasse und bringt richtig schöne Ergebnisse. Aber auch die Hauptkamera kann sich definitiv sehen lassen und bildet Fotos sehr natürlich mit gutem, aber nicht sehr gutem Dynamikumfang und einem guten Detailgrad ab. Auch hier kann sich der Porträtmodus sehen lassen, egal ob ihr Objekte oder Menschen fotografiert. Die Trennung von Objekt zu Hintergrund wird sehr gut umgesetzt. Während in den letzten Jahren die OnePlus-Geräte bei Nachtaufnahmen etwas hinterherhinkten, sind diese nun auch deutlich besser geworden und bieten nicht nur im Weit-, sondern auch Ultraweitwinkelbereich tolle Ergebnisse. Sofern noch genügend Restumgebungslicht vorliegt, finde ich sie von der Stimmung richtig gut und sind, wenn, nur minimal schlechter als die eines Galaxy S21 Ultra. Das, was ich bei der Weitwinkelkamera sah, kann ich aber auch 1:1 auf die Ultraweitwinkelkamera umlegen. Sie zählt mit zu den stärksten im Premium-Bereich und bringt nicht nur Schärfe bis in den Randbereich mit sich, sondern auch gute Dynamik und gute Lowlight-Eigenschaften. Auch wenn OnePlus mit 4K 120 FPS wirbt, so habe ich diese Funktion bei Videoaufnahmen kaum genutzt, da sie zu verwackelt waren. In 4K 60 sehen sie aber richtig gut aus und vor allem gut stabilisiert. So sind fast alle Außenaufnahmen meines Mercedes EQC 400 Testberichtes mit dieser Kamera entstanden, daher eine volle Empfehlung. Mittlerweile läuft auf dem neuen Pro mit Android 11 und OxygenOS 11.2.2 die neueste Firmware. Die Oberfläche läuft sehr flüssig, App-Wechsel werden schnell durchgeführt und auch die Personalisierungsmöglichkeiten sind vielfältig. Persönlich ist für mich die Oberfläche jedoch etwas zu clean, zu nah an Stock Android und nicht individuell genug, wie zum Beispiel eine One UI von Samsung. Das ist aber nur mein persönlicher Geschmack, ansonsten gibt es hier absolut nichts zu meckern. Im Fazit kann es für mich nur ein Ergebnis geben, nämlich eine volle Kaufempfehlung für das OnePlus 9 Pro. Nicht nur, dass Display, Performance, Software, Haptik, Ladetechnologie und Lautsprecher geil sind, auch die Kamera weiß in den meisten Punkten zu überzeugen und insgesamt ist das Paket, wenn überhaupt, nur 10% schwächer als zum Beispiel ein S21 Ultra oder Apple iPhone 12 Pro. Der Clou, es kostet in Anführungsstrichen nur 899 Euro und ist damit 300 Euro günstiger als die Konkurrenz. Im Grunde genommen bleibt mir da auch nicht mehr zu sagen und ich bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.